Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dragon Age Inquisition. Ja, das war ja hier eine lustige Party in der letzten Folge. Wir wollen jetzt mal mit der guten Frau hier sprechen, ob sie uns denn nicht vielleicht irgendwas zu sagen hat. Dieser Sieg muss euch sehr erfreuen, Sucherin Cassandra. Wir kamen nur her, um mit den Müttern zu sprechen. Das war nicht unser Werk, sondern das eure. Dann wart nicht ihr es, die uns zum Handeln zwang? Betrügt euch nicht selbst. Wir wurden von unseren eigenen Templern bloßgestellt, vor aller Augen. Und meine Klerikerinnen haben sich mitsamt ihren Überzeugungen in alle Winde verstreut. Sagt mir nur eins, wenn ihr euch nicht für den Auserwählten des Erbauers haltet, was seid ihr dann? Jemand, der helfen kann, die Bresche zu schließen und diesen Wahnsinn zu beenden. Das ist beruhigender, als ihr vielleicht ahnt. Ich schätze, das liegt nicht mehr in unseren Händen. Aber bald werden wir alle wissen, was der Erbauer plant. Aha. Na dann. Wohin bringt der Lordsucher die Templer? Ich weiß nicht, was im Kopf des Lordsuchers vorgeht. Er hätte seine ihm zugedachte Rolle nicht vollständiger aufgeben können. Es muss einen Grund dafür geben, den wir nicht erkennen. Muss es das? Rebellion scheint in gewissen Kreisen recht beliebt zu sein, nicht wahr, Sucherin? Ist der Aufbau der Templer zu einer neuen Macht wirklich schlimmer, als mit der Kirche selbst in Konkurrenz zu treten? Ihr seid offenbar skeptisch. Wofür haltet ihr mich? Unsere Göttliche, ihre Heiligkeit ist tot. Ich sah Beweise für alles, aber nichts davon hat mich beruhigt. Das beantwortet meine Frage nicht. Wenn ihr echt seid, müssen viele Dinge falsch sein. Und wenn ihr falsch seid, müssen noch mehr Dinge gescheitert sein. Vor uns liegt nichts als Chaos, egal welche Absichten ihr verfolgt. Wie viele Templer haben sich genau gegen die Kirche gewandt? Sie haben in ganz Thedas rebelliert. Einige blieben loyal, allerdings längst nicht genug, um sie noch als Orden zu bezeichnen. Der Weiße Turm hier in der Hauptstadt war die größte Garnison. Doch nun steht er leer. Oh, ich zieh gerne. Vielleicht schließen sich jetzt noch mehr dem Banne des Lordsuchers an. Wie stark der Glaube wohl geschwunden ist. Na, daran seid ihr wohl nicht unschuldig. Wohin bringt der Lordsucher die Templer? Ich weiß nicht, was im Kopf des Lordsuchers vorgeht. Er hätte seine ihm zugedachte Rolle nicht vollständiger aufgeben können. Aber das scheint heute ja zum guten Ton zu gehören. Ist der Aufbau der Templer zu einer neuen Macht wirklich schlimmer, als mit der Kirche selbst in Konkurrenz zu treten? Hatten wir das nicht schon? Wie reagieren die Leute auf all das? Mit Verzweiflung. Angst. Wir trauern um ihre Heiligkeit. Die Leute blicken zum Himmel hinauf und fragen sich, wann der Schrecken über uns alle kommt. Es muss einen Ausweg geben. Seid ihr es? Die Templer? Der Wille des Erbauers? Wir haben unsere Pflicht vernachlässigt. Deine Mama. Wir, die Diener des Glaubens. Jetzt können wir nur noch beten. Sag ich doch. Und was passiert jetzt? Wird mich die Kirche weiter an den Pranger stellen? Das haben wir doch schon. Und was hat es uns genützt? Es liegt nun an uns, eine neue Göttliche zu wählen, so es uns möglich ist, und den nächsten Schritt ihr zu überlassen. Vorausgesetzt, eine Wahl ist überhaupt möglich. In der Tat. Alle ehrwürdigen Mütter, die Justinias Nachfolge hätten antreten können, kamen beim Konklave zu Tode. Was aus uns und eurer Inquisition wird, liegt nun allein in den Händen des Erbauers. Ja, das haben wir schon mal gefragt. Es ist noch nicht zu spät. Die Kirche könnte uns immer noch helfen und sich am Ende durchsetzen. Ich wünschte, das wäre möglich. Was hält euch davon ab, es zu versuchen? Es geht nicht darum, auf der Seite des Siegers zu stehen. Wir versuchen nur, das Richtige zu tun. Ist es nicht das Gleiche? Für mich schon. Was haben wir denn da? Dunkle Zeiten. Für von Verlust
Betroffenen. Schön, schön. Was auch immer das heißen soll. Seufz. Ja, seufzt du mal vor dich hin. Was haben wir denn da? Ein Fischnetz. Sicherlich irgendetwas zu finden. Gutachten der Wasserqualität. Erschütterung. Schwebstoffe. Seltsamer Geschmack. Wasservögel sterben. Nachfüllen fehlgeschlagen. Für Fische ungeeignet. Nicht trinkbar. Da ist das rote Tuch. Gefallen und Gegengefallen für Freunde. Ein rotes Taschentuch und einen Schlüssel. Um einen Schlüssel gewickelt mit einem kurzen, hastigen, geschriebenen Nachricht. Schlüssel gestohlen von Betrunkenem, der über Herold schimpfte. Weiß nicht für welche Tür. Ich bin weg. Meine Schuld ist beglichen. Wisst ihr das? Na, schau an. Also von dem Wasser sollte man sich also fernhalten. Naja, gut, gut. Kann ich durchaus verstehen. Na, was zum... Also, bei dir waren wir schon, oder? Ja, ja, du warst der komische Vogel. Ich erinnere mich. Kann man da rein? Nein. Aber den komischen Apfelbaum kann man noch untersuchen. Diesen Pomme de la Muerte hatten wir aber auch schon mal. So, was haben wir hier? Le Masque de Lyon. Wir jubelten, als ihre Stärke Ehrerbittung fand. Obwohl wir an andere ebenso gedenken mochten. Ach komm, Schwachsinn. Das ist ja doch keine Sau. Was ist da? Da. Gefallen und Gegengefallen für Freunde. Ein anderer einfache Schrift zur Rückseite eines... Bestallungsliste markiert eine rote Farbe. Danke, Freund, dass ihr der guten Dame Keris geholfen habt. Die nach dem Herold fragten, ging in den dritten Durchgang. Konnte nicht bleiben, um zu sehen, ob sie wieder rauskam. Ah ja, was war da? Keine Helden von Maferat und seinem Opfer. Was ist das? So einen haben wir auch bald. Der Kopf von Madame Schnippschnapp. Durch die Hauptstadt von Filme. Kettenbereitsweise. Was? Maskottchen von Le Masque de Lyon. Der Name ist scherzhaft gemeint, aber der Respekt ist echt. Die große Dame, wie sie auch genannt wird, war der letzte Drache, der Sir König, der vorherigen Besitzer der Taverne, erledigt hat. König war ein begnadeter Jäger, der in den Jahren nach der Entdeckung aufwuchs, in der Ära ihren Namen gegeben hatte. Aha. Ein Drachelein. Was ist los, Soldati? Die Inquisition zeigt auf Kommandant Cullens Befehl hin Präsenz. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie das hier aufgenommen wird. Kann sein. Keine Ahnung, wie das aufgenommen wird. Was soll ich das wissen? Gut. Ich hoffe es doch mal. Steht da. Sommerhaus vom Meeresglubs. Irgendein Schwachsinn. Nicht da rein? Ne. Also irgendwie hatte ich mir von Val Royeaume mehr erhofft. Wenn ich mir überlege, wie die anderen Hauptstädte so aussahen. Ich grüße euch. Ich grüße euch zurück. Die Nische der Liebenden. Naja. Ist hier. Es war mir ein Vergnügen. Kein Held, der Tod der Vielfalt. Zum Gefallen ihrer Majestät auf einer Tafel steht, zum Gefallen ihrer Majestät bieten Holz und Ranken, Sonne und Regen die Stirn. Schwester. Irgendwas. Antoinette. Hallo. Was? Tut mir leid. Solange sich Mutter Hevara erholt, muss ich ihre Aufgaben übernehmen. Und ich fühle mich ein wenig überfordert. Bitte verzeiht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch die Dienste der Kirche angedeihen lassen sollte. Und das quält mich. Was haben die vor? Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, du solltest.
Mach doch einfach mal. Was gibt's da? Sieg und Schatten. Hm. Da könnten wir reingehen. Sollen wir das? Oder gehen wir hier hoch? Okay, da kommen wir nicht durch. Und hier? Hm, auch nicht. Hui! Hui! So, gehen wir da rein. Guck mal, was du für ein Händler bist. Ein sehr seltsamer Händler. Hallo. Die Inquisition, hm? Gut, ich verkaufe an euch. Nur erwähnt bitte meinen Namen nicht, falls sich die Kirche von euch abwenden sollte. Nichts gegen euch, aber ich muss schließlich hier leben. Und Valroyo kann äußerst traditionell sein. Kann ich mir vorstellen. Ach, schau mal an. Du hast die ganzen Rezepte, hm? Waffenpläne. Ach, du Grüne. Ja, da sind ein paar Sachen dabei, doch. Alpha-Schild der dunklen Boot. Das könnte lustig sein. Schartige Streitaxt. Mhm. Ist da noch was Cooles? Was sind das? Das sind Rüstungspläne. Auch cooles Zeug dabei. Gar nicht mal so billig. Hm. Hm. Also du hast eigentlich nur Pläne, wenn ich das richtig sehe, oder? Naja. Wissen wir das ja immer auch schon mal. Immerhin auch schon mal genauso. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt geht es noch auf der anderen Seite im Weg raus, oder? Also klar, wir können hier die Tür benutzen. Oder... Ah ne, da ging es nicht mehr raus. Gut, dann benutzen wir mal die Tür. Ich glaube, die bringt mich auf eine Schnellreisekarte. Schauen wir mal, wohin. Die Karte. In einigen Gebieten gibt es mehrere Reben. Klinge auf ein Symbol der rechten Oberecke, um sie anzuzeigen. Dir anzuzeigen. Händler, Händler, Händler. Bei denen waren wir. Glaube ich. Ja, ziemlich sicher. Wie war es mit hier? Mal schauen, wo wir da rauskommen. Ach ja, jetzt gibt es ja auch noch mehrere Ebenen oder was hier oben. Schwester Andrea. Hätte ich dann doch einfach hier hochlaufen können? Ne. Aber schön ist es hier. Schönen Blick über das stinkende Wasser. Wunderbar. Wunderprächtig bar. Reden wir mal mit dir. Ah, der Herold Andrastes. Ja, ja. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Hm. Nein. Ich danke euch, Schwester. Der Bauer sei mit euch. Hauptsache mal angelabert. Nix wolle und dann trotzdem so rumlabere. Ja, siehst du, das ist dann wahrscheinlich da oben nochmal ein Gang. Wahrscheinlich haben wir da oben noch einen weiteren Gang, zu dem wir uns hätten hinteleportieren können. Per Schnellreise. Das probieren wir dann gleich mal aus. Guten Tag. Einen guten Tag wünsche ich. Hm, guten Tag wünsche ich auch. Schnuggelchen. Oder? Eine wartende Nische. Auf einer Tafel steht auf eine ewig leer... Auf ewig leer in Erwartung eines künstlerischen Unterfangens, das des Neids und der bohrenden Eifersucht der Hauptstadt und ihrer ruhmreichen Kaiser würdig ist. Einfach mal Platz für was da auch immer noch kommen mag, ne? Da gehen wir oben rum. Ich glaube, wir hätten den äußeren Ring nehmen sollen. Da scheint es interessanter zu sein. Säule ihre ewigen Flammen. Auf einer Tafel steht, die Säulen ihre ewigen Flammen entzündet 530, des Erbauers Zeitalters gelöscht 562, des erhabenen Zeitalters. Geben wir ihre, oh Gott, bemitleidenswerten Anblick. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich den vergeben kann. Ich glaube, ich muss darüber. Ich
glaube, ich habe es voll verkackt. Muss ich jetzt echt hier hochreisen, ne? Ah, in den äußeren Ring hier. Und dann könnte ich hier runter. Naja, gut, dann machen wir das halt. Reise, Reise, schöne Weise. Ah, da unten, ne? Ja, ja, jetzt sind wir hier oben. Schauen wir nochmal kurz hier oben rum. Hier hat es nichts. Doch, hier hat's was. Ein Buch. Mitteilung der Schafen. Also wenn wir so weitermachen, wir haben schon 5000 Punkte nur durch dummes Rumlaufen und Sachen einsammeln. Also da kann man sich mal nicht beschweren. Das kann man schon mal so sagen. Dass das halbwegs ergiebig ist, hier oben rumzutun. So. Wo ist denn der Händler? Keiner von euch beiden? Dann muss er hier drin sein. Dann gehen wir doch da einfach mal rein. Achso, ja, das ist deine Truhe. Ist das hier ein Geschäft? Nun, ich unterhalte ein Refugium, in dem Kunden mit einem gewissen Wohlstand den Kauf meiner Ware erwägen können. Insofern ja, es ist ein Geschäft. Verstehe. Also, was habt ihr zu verkaufen? Ich besitze einen Gegenstand, der erworben werden kann. Er ist bei weitem zu teuer, um ihn einfach zu verkaufen. Ihr könnt ihn euch ansehen und von dem Reichtum träumen, der erforderlich wäre, um ihn zu besitzen. Ebenso wie es Lords und Könige getan haben. Und dann könnt ihr gehen und in Geschäften einkaufen, die eurer Stellung angemessener sind. Ich rede gleich nochmal mit dir, ich will erstmal wissen, was es ist. Dann lebt wohl. Gebt bitte auf meinen Fußboden Acht. Er ist keine Füße gewohnt, die der Erde ausgesetzt waren. Gott, bist du dreist. Geheimniskästchen. Ich befürchte ja, dass ziemlicher Scheißdreck drin ist. Ihr kehrt also zurück? Ich nehme an, dieser Besuch wird ebenso erfüllend sein wie der letzte. Sag mal nicht so unhöflich. Und dann könnt ihr gehen und in Geschäften einkaufen, die eurer Stellung angemessener sind. Wie haltet ihr ein Geschäft am Leben, in dem es nur einen Gegenstand zu kaufen gibt? Mein Geschäft ist ein Anlaufpunkt. Berühmtheiten jeglicher Couleur reisen hierher, um sich anzusehen, was ihnen verwehrt bleibt. Einige von ihnen entrichten einen Tribut in der vagen Hoffnung, ich würde mit mir handeln lassen. Sie sind jedoch nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Sie wünschen sich einen Nachlass, um ihre Ausgaben zu rechtfertigen und ihr Gewissen zu beruhigen. Doch das würde den gesamten Sinn zerstören. Wovon reden wir hier eigentlich? Ich sehe überhaupt nichts. Wenn ihr das fragen müsst, seid ihr nicht derjenige, der es erwerben wird. Aber ich muss doch wissen, ob ich es überhaupt brauchen kann. Und erneut missversteht ihr den Kern der Sache. Wenn es euch lediglich um den Gebrauch geht, solltet ihr euch woanders umsehen. Die Person, die diesen Gegenstand erwirbt, wird nicht dafür berühmt werden, ihn gebraucht zu haben, sondern dafür, ihn bezahlt zu haben. Der ist nicht schlecht, der Junge. Ich verstehe nicht, inwiefern das hier etwas Besonderes ist. Jeder kann einfach irgendetwas überteuert anbieten. Um einen Gegenstand überteuert anbieten zu können, muss dieser bereits einen bekannten Wert besitzen. Nur dann kann der Preis zu hoch sein. Dies hier jedoch besitzt lediglich den Wert, den ich festgelegt habe. Es hat nie einen anderen besessen. Es ist also nicht überteuert. Es hat einfach nur seinen Preis. Ihr verkauft also einen einzigen, überaus teuren Gegenstand. Und er ist seinen Preis auch wert. Lasst mich eure unvermeidlichen Gedanken an Sparsamkeit gleich unterbrechen. Ich bin mir sicher, ihr besitzt Reichtümer, die sich noch mehren werden. Ihr könntet sie von hier bis Halam Shiral ausbreiten, und doch könntet ihr nicht von euch sagen, ihr hättet diesen Gegenstand erworben. Er selbst ist unerheblich. Was ihn ausmacht, ist sein Preis. Das ist ja lustig. Ist nicht schlecht, der Kerl. Ja. Erinnert mich an diese App, wo man mal für $999 im App Store kaufen konnte. Einfach nur so. Hat überhaupt nichts gemacht. Wir könnten jetzt natürlich hergehen und einfach mal sagen, wir speichern mal und kaufen uns das Ding. Und dann schauen wir mal, was er dazu sagt.
die große Einsatz verfügbar. Was? Ich bin gebrochen. Mit Reichtümern überhäuft, doch gebrochen. Der Kauf ist besiegelt. Was soll jetzt nur aus der Rabom werden? Ja, du wirst dir halt irgendeinen anderen scheiß teures Zeug kaufen. Was habe ich mir da jetzt gekauft? Na, das waren sie ganz sicher nicht. Er hat Gegenstände? Nein. Ich habe irgendwas auf der Karte aufgedeckt. Aber ich muss sagen, das heben wir uns mal noch für eine andere Folge auf. Beziehungsweise für einen anderen Zeitpunkt. Momentan ist mir mein Geld doch etwas noch zu wichtig. 10.000 ist dann doch eine ganze Menge, wenn man gerade mal 16.000 hat. Oder? So viel habe ich da, oder? Ja. Und da gibt es potenziell bessere Sachen, die wir damit anfangen können. Ich werde ihm irgendwann sein super teures Ding wohl abkaufen. Aber noch nicht jetzt. Ey, hör mal auf zu ruckeln, bitte. Was soll das jetzt? Hab ich dir erlaubt zu ruckeln? Oh, das ist aber auch eine schöne Stadt. Schön über den Bergen und trotzdem einen See. Frage ich mich, wie sie die befüllen. Da hinten ebenfalls. Ach, das ist nur so ein See, hä? Das ist gar kein Meer. Na, da mogelt Valroyo wohl ein bisschen, hm? Naja, man muss sich aber irgendwie auszeichnen, oder? So ein bisschen wie Minas Tirith. Muss wahrscheinlich irgendwo pumpen oder so, die das hier hochtransportieren. Ich wette, hätten wir den ganzen Schrott gelesen, den ich vorhin eingetütet habe, da wäre das da irgendwo dabei gestanden. Da bin ich reichlich zuversichtlich. Gut, dann gehen wir mal ein Stockwerk nach unten. Nach da. Eisen, ja. Holen uns hier den letzten. Was? Oh, geh mich auf die Nerven. So, Eisen, ja. Ist das jetzt der richtige? Ja. Hier könnte vielleicht was sein. Das kann ich denn hier noch untersuchen. Vier Akteure in einer ruinierten Saison. Ja, ja, ich weiß, Miss Dattler. Benutzt die Weltkarte, um zum Treffpunkt zu reisen. Ein Pergamentfetzen wurde eilig von einem verzierten Dokument abgerissen und zusammen mit einem großen roten Strumpf in das Versteck gestopft. Und wir müssen gehorchen. Wir treffen uns, wenn es drei schlägt, und besprechen, wie wir den neuen Weg am besten dienen können. Darunter steht in kärglicher Handschrift: Terol kommt. Preist Andraste. Zusammen enthalten Nachrichten eine Zeit, Wegschlüssel zu einem Ort auf der Weltkarte. Ein Ort auf der Weltkarte, also. Da will sich wohl jemand mit uns treffen. Ja. Dabei geht es eben um die... Oh, da vorne ist noch was. Dabei geht es jetzt um unsere neuen Gefährten, die sich uns jetzt anschließen werden. Sienna und die Verzauberin Vivien. So. Und das werden wir machen, bevor wir nach Haven reisen. Denn wenn wir jetzt die Karte öffnen, wir sind hier nämlich fertig, dann haben wir hier die zwei Punkte, zu denen wir jetzt reisen können. Und das werden wir jetzt tun, denn dort sollen wir uns ja treffen. Wir treffen uns das erste Mal mit dem Herrn Winner, ist dieser Freund der roten Jenny, führt zu einem Ort in der Nähe von Valroyo. Und da hinten haben wir dann die Hofverzauberin. Reisen erstmal hin, benutzt die Weltkarte, um zu dem Treffpunkt zu reisen. Ja, das machen wir doch mal kurz. Schenkt ihr mir kurz eure Aufmerksamkeit? Großverzauberin Fiona? Die Rädelsführerin des Magieraufstandes? Ist es nicht gefährlich für euch hierher zu kommen? Ich hörte von dieser Zusammenkunft und wollte den sagenhaften Herold Andrastes mit eigenen Augen sehen. Falls ihr Hilfe mit der Bresche braucht,
wären meine Leute vielleicht die klügere Wahl. Es überrascht mich, dass die Anführerin der Magier nicht beim Konklave war. Ja, ihr hättet dort sein müssen. Und doch seid ihr irgendwie dem Tod entronnen. Genau wie der Lordsucher. Wir ließen uns beide vertreten, um einer möglichen Falle zu entgehen. Natürlich bin ich froh, noch am Leben zu sein. Aber ich habe an jenem Tag viele Freunde verloren. Der Gedanke, die Templer könnten damit ungeschoren davonkommen, widert mich an. Ich hoffe, das werdet ihr nicht zulassen. Dann macht ihr also die Templer für alles verantwortlich. Warum nicht? Lucius scheint nicht allzu betrübt über seine Verluste zu sein. Wenn sie ihn denn überhaupt interessieren. Ihr habt ihn gehört. Denkt ihr nicht, er würde die Göttliche mit Freuden töten, um die Leute gegen uns aufzubringen? Also ja, ich denke, er war es. Jedenfalls eher als ihr. Ja, als ob ich damit irgendwas zu tun hätte. Heißt das, die Magier werden uns helfen? Jedenfalls wären wir bereit, mit der Inquisition zu verhandeln. Betrachtet das als Einladung nach Redcliffe. Sprecht mit den Magiern. Eine Allianz wäre schließlich für beide Seiten von Vorteil. Redcliffe. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Au revoir, my Lord Herold. Au revoir. Kommt. Lasst uns nach Haven zurückkehren. Noch nicht ganz, meine Dame. Kleiner Augenblick. Das Turmschild sieht ja geil aus. Rock. Schä, schä, schä. Dann dürfen wir jetzt auch nach Redcliffe. Endlich. Hat ja auch gar nicht lange gedauert, ne? Ein Freund der roten Jenny. Bedrohung bleibt bestehen. Ja, wir machen mal kurz hier Weg der Inquisition. Ja. Kämpfer für die Gerechtigkeit. Die Templer haben Barrio verlassen und lehnen jegliche Verhandlungen ab. Gewinne genügend Macht und arbeite dann mit den Beratern einen Plan aus dem Kontakt zu den Templern. Kehre nach Haven zurück und besprich Fionas Angebot mit den Beratern. Ah ja, ja, das machen wir dann alles. Ein Freund der roten Jenny, Hoferzauber. Ja, hier sind wir jetzt eigentlich gerade. Ja, da gibt's nix. Und in den Hinterlande kommen wir momentan nicht. Gut. Wehre die Wachen ab. Ja. Ganz schwer. Der hat es blockiert, was soll das denn? Dann machen sie eben so. Ist ja nicht wahr, ey. Ringsamt. Und jetzt? Können wir hier die Tür öffnen? Oh, nun machen wir das halt. Hallo. Herold Andrastes. Was bist du für eine? Wie viel habt ihr bezahlt, um mich zu finden? Das dürfte die Inquisition eine schöne Stange Geld gekostet haben. Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Verkauft mich nicht für dumm. Das kann kein Zufall sein. Dafür bin ich zu wichtig. Meine Anstrengungen werden als Sieger über euch überleben. Sagt einfach, was? Was in aller... Bist du schwerhörig, Schwachkopf? Du solltest doch nur was sagen. Mann, diese reichen Säcke hören einfach nicht zu. Bla, bla, bla. Gehorche mir. Pfeil in meinem Gesicht. Ah, ihr seid den Hinweisen also gefolgt. Schön, dass ihr... Ehrlich gesagt, seid ihr recht gewöhnlich. All das Gerede und dann seid ihr... Wie alle anderen. Aber egal, alles gut. Entscheidend ist doch, ihr leuchtet. Ihr seid dieser Herold. Äh,
Ich bin ihr, Herold. Und ihr? Ja, der bin ich. Warum? Ich bin ihr, Herold? Na. Sicher, warum nicht? Ich leuchte. Was geht hier vor? Keine Ahnung, ich kenne diesen Schwachkopf nicht. Meine Leute meinten nur, die Inquisition sollte ihn im Auge behalten. Eure Leute? Elfen? Nein, einfach nur Leute. Bin Sarah, das ist unsere Deckung. Geht dahinter. Für die Verstärkung, keine Sorge. Jemand hat mir verraten, wo sie ihre Ausrüstung lagern. Die haben keine Hosen. Neckisch, was? Ist das geil, ich hab ihm die Hosen geklaut. Oh Gott, die hätte ich zu gerne im Team. Warum habt ihr ihnen nicht die Waffen abgenommen? Weil sie keine Hosen anhaben. Ist das gut? Meine Freunde hatten tatsächlich recht mit dem Tipp, keine Hosen. Also, Herold Andrastes, ihr seid ein seltsamer Bursche. Ich würde gerne bei euch mitmachen. Sollten wir uns nicht erst einmal vorstellen? Mit Namen und so? Namen? Was sind schon Namen? Also, es ist so. Ich habe euch eine Nachricht geschickt und euch gebeten, etwas zu suchen, das meine Freunde versteckt haben. Die Freunde der roten Jenny. Das bin ich. Das heißt, ich bin eine von ihnen. So wie ein gewisser Hehler in Montfort und eine Frau in Kirkwall. In Starkhaven gab es drei Brüder oder so. Es ist nur ein Name, versteht ihr? Ein Name, an den sich kleine Leute, Freunde, klammern können, während sie von Adligen geknechtet werden. Als dann, ich bin Sarah. Die Freunde der roten Jenny sind sozusagen da draußen. Ich habe sie benutzt, um euch zu helfen. Sie und ein paar Pfeile. Die Inquisition hat schon Spione. Könnt ihr noch mehr bereitstellen? Es ist doch so. Ihr wichtigen Leute seid hier oben und lasst alle nach eurer Pfeife tanzen. Bla bla, ich töte euch, ich töte euch. Oh, ich töte euch. Ihr habt Umhänge und Meisterspione wie diesen Schwachkopf. Oder war ja nur ein kleines Licht, das Flink mit seinem kleinen Messer war. All die Geheimnisse. Und was brachte ihn zu Fall? Ein Hausdiener, der zu dumm zum Scheißen ist, aber einen Schurken erkennt, wenn er ihn sieht. Also nein, ich bin nicht Mickey Messer, der Verborgene. Aber wenn Mickey ihr euer Messer. Haus nicht verlasst, riskiert ihr eure Hosen. Wie diese Wachen, ich stahl ihre... Also, braucht ihr nun Leute oder nicht? Ich will, dass alles wieder normal wird. Ihr doch auch, oder? Klar. Schließt sich der Inquisition an. Sie schließt die Inquisition nicht an und verlässt euch. Ja, ja, komm. Wer genau sind eure? Wozu die Freunde? Und wer sind eure Freunde der roten Jenny? Ihr müsst sie doch kennen. Das ist schnell erklärt, also machen wir es nicht komplizierter als nötig. Es gibt immer einen kleinen Mann in eurer Nähe, der euch abgrundtief hasst. Es sei denn, ihr geht nie schlafen, essen oder pissen. Das funktioniert zwar nicht immer, aber diesen Kerl haben eine Menge Leute gehasst. Jemand hatte also seinen Spaß, seine Rache oder er wurde bezahlt. Und irgendjemand musste ihnen erklären, dass es gut ist, aus freien Stücken zu helfen. Vorhin wolltet ihr wissen, ob ich leuchte. Warum? Das tut ihr doch, oder nicht? Ihr kamt irgendwo raus und seitdem leuchtet ihr. Andrastes Herold. Wahr oder nicht, es schien mir der einfachste Weg zu sein, euch zu erkennen. Wahr oder nicht? Naja, das sagen die Leute eben. Hört zu, eins nach dem anderen, ja? Ich will euch helfen, euch und dieser Inquisition. Ihr hört euch an wie eine Diebin, die irgendwelche kleinlichen Rachefantasien auslebt. Wäre das so schlimm? Ach ja, richtig. Wollt ihr den Kerl aufbahren, damit ich mich entschuldigen kann? Schlechten Leuten sollten schlimme Dinge zustoßen. Finden wir raus, dass jemand gar nicht so übel ist, lassen wir ihn vielleicht leben. Reicht das?
Ihr sagt das, als wäre es völlig klar. Dabei kanntet ihr ihn nicht einmal. Aber ich wusste alles über ihn. Das sind alles nur Gerüchte. Hört mal, mir hätte es gereicht, seine Wachen zu beklauen und ihn auszurauben. Aber dann hat sich herausgestellt, dass er was Schlimmeres verdient. Oder war es richtig, dass er versucht hat, euch zu töten? Seid ihr etwa der Böse? Das wäre mir neu. Also schön, Sarah. Ich habe Verwendung für euch und eure Freunde. Ja, macht euch lieb Kind, bevor ihr einen zu großen Kopf dafür habt. So behaltet ihr immer eure Hosen an. Und ihr kriegt sogar noch ein paar Hosen dazu. Ich hab davon jede Menge. Ihr habt Händler, die den Scheiß kaufen, oder? Das Zeug muss doch was wert sein. Egal. Haven, wir sehen uns dort, Herold. Das wird dein Fest. Ja, die hätte ich gerne dabei, aber das ist leider nicht so einfach. Die, die entgegentreten. Ja, jetzt haben wir hier Sarah. Ist nämlich leider eine Schurkin. Wir machen aber erstmal weiter. Wobei, wir können sie ja mal kurz mitnehmen. Gottes Bild. Nee, wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen Cassandra und Warwick und Sarah. Denn, ja. Braucht Bienen. Ja, dann können wir sie mal kurz da behalten. Zu viele Reithosen. Geil. Was jetzt halt interessant wäre, wäre zum Beispiel mal zu gucken, wie es bei ihr mit 12 unverbrauchte Punkte. Wir könnten mal einen automatischen Stufenanstieg bei ihr durchführen. Mal schauen, was der Computer meint, was sich da lohnt. Hauptsächlich hier in dem Baum, was ich interessant finde als Fernkämpfer. Schattenschlag. Denke, Angriff, den sie nicht kommen sehen. Bist du verschollen? Wirkungsvoller. Hinterhalt. Vielleicht funktionieren die ja doch alle mit Bögen auch. Dann, da haben sie sich ähnlich vorbereitet wie ich. Hier außenrum für den perfekten Schuss die zwei ausgelassen. Wobei ich sagen muss, erstes Blut- und Nadelkissen ist eigentlich ziemlich cool. Aber wir lassen uns einfach mal kurz so, weil ich kann sie leider nicht mitnehmen. Ich möchte ganz gerne echt wirklich Warwick dabei haben. Und da ich ja selbst schon ein Schurke bin, kann ich mir keinen dritten Schurken erlauben. Bei Magiern sieht es ein bisschen anders aus. Da werden wir Solos auf jeden Fall eintauschen. Das ist eine alte Nörgeltante, die kann ich gar nicht leiden. Und es könnte auch sein, dass wir Cassandra eintauschen. Denn, ja, ich weiß nicht. Ich muss mal ein bisschen schauen. Es hängt ein bisschen von der Spezialisierung ab. Es gibt später noch Spezialisierungen, so wie ich das vernommen habe. Und je nachdem, welche davon tankiger ist, wie man so schön sagt, also mehr ein Tank, ein Charakter, der Schaden absorbieren oder einstecken kann, für denjenigen, der nicht weiß, was ein Tank ist und den letzten 10 Jahre unter dem Computerspiele-Stein gelebt hat. Aber ja, da schauen wir einfach mal. So, auf zur Weltkarte. Auf der Weltkarte, habe ich gesagt. Wir sind hier fertig. Jetzt holen wir uns noch die nächste Dame ab. Die Hofverzauberin, Vivian. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und danach geht's zurück nach Haven. Da unterhalten wir uns erstmal ein bisschen. Und dann geht's nach Redcliffe. Wobei wir dann in Haven erstmal noch 2 neue Gefährten bekommen. Aber naja, wie auch immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin wie immer ganz viel Spaß und tschüss.